Jo, hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück. Wir sind hier immer noch in der Sowjetanlage und wir schauen jetzt mal, ob wir alle Funktürme haben und was wir hier noch so looten können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und wenn es euch gefällt, dann lasst mir doch gerne ein Like, ein Kommi und ein Abo da. Ich würde mich da riesig drüber freuen und ihr könntet mich in meinem YouTube-Algorithmus riesig unterstützen. Jetzt schauen wir mal, ob wir alle Funktürme ausgeschaltet haben. Wir schauen mal auf die Karte. Okay, scheinbar haben wir die alle ausgeschalten. Gut, dann können wir jetzt dann haben wir jetzt unser Ziel. Und da werden wir jetzt mal in die Richtung gehen, würde ich sagen. Gut, Leute, dann lasst uns loslegen. Hier liegen überall noch ein paar Kleinigkeiten, aber da müssen wir dann sowieso noch mal sammeln. Und die ganzen Gräber, die müssen wir ja auch noch machen dann. Gut, auf dem Weg kommen wir schon mal nicht mehr zurück. Hier geht's hoch, Leute. Ja, vielleicht sollten wir da erstmal hoch. Das ist natürlich ganz schlecht, aber wir haben gleich noch eine Kiste erhascht. Neue Ausrüstung, Teil halbautomatische Pistole. Der ist auch noch nicht aus. Jetzt haben wir alle Funktürme. Gut, dass wir hier runtergerutscht sind. Dann klettern wir gleich mal hier hoch. Hier habe ich auch noch was gesehen, glaube ich. Genau. Ein kleines, komplexes Aufziehspielzeug, gefertigt aus Metallteilen und Überbleibseln aus dem Gulag. Es muss lange gedauert haben, die Teile zu sammeln. Okay. Gut, wo ist denn jetzt unser... Da ist er, unser Mann. Gut, wir klettern mal hier runter. Ganz konventionell. Nein, runter bitte. Okay, wir müssen C drücken. Jetzt klettert sie auch noch mal runter. So, dann können wir hier also raus.
Holen wir uns das Bäumchen da noch. Okay, dann holen wir es uns also nicht. Okay, hier kommen wir scheinbar nicht hoch. Nee, hier kommen wir nicht hoch. Also dann gehen wir jetzt zu unserem Auftraggeber zurück. Da ist er. Haben Sie es geschafft? Die Repeater sind offline. Alles erledigt. Wir haben nicht viel. Aber wenn Sie mit uns kämpfen, können Sie das hier benutzen. Ein Dietrich, na endlich. Okay, nice. Mission abgeschlossen. Okay, wir können auch zusätzliche Missionen machen. Neue Ausrüstung erhalten, Pistole freigeschaltet. Nice. Gut, dann können wir jetzt da hochgehen. Wir schauen zwischendurch auch nochmal, ob wir vielleicht noch irgendwas looten können hier. Da ist auch ein Monolith, ne? Haben wir den überhaupt schon gesehen? Ich glaube nicht. Okay, der sucht das weiter. Gucken, ob wir die Rehe auch halten können. Nee, scheint nicht so. Okay, hier scheint ein Grab auf jeden Fall zu sein. Ich würde gerne mal schauen, ob wir hier schon oben waren. Das glaube ich nämlich auch nicht. Siehste, da haben wir noch was. Ja, und da ist ein Nest. Wie scheint. Oder was ist das? Ja, komm, wir rutschen mal runter.
Ja, wusste ich doch, Nest. Gut. Hier kommen wir auch noch hoch. So, dann wollen wir mal wieder. Hier noch was drin. Munition. Kommen wir hier jetzt rein? Jawohl. Was haben wir da jetzt bekommen? Okay. Dann gehen wir jetzt mal schauen bei Monolithen und wir können auch mal einen Blick in die Höhle werfen. Da werden Wölfe sein, nehme ich an, aber wir haben ja eine Pistole. Da oben noch was. Okay. Neue Dokumente und Wandgemälde. Wir finden immer wieder was Neues. Der Monolith, den wollte ich gerne mal anschauen. Definitiv russisch. Diese Markierungen deuten offenbar auf einen Ort in der Nähe. Aber ich verstehe es nicht genau. Wir brauchen Stufe 3. Hier kommen wir auch nicht weiter. Aber hier als Rohstoff. Das war aber haarscharf, Leute. Ein bisschen durcheinander. Willst du den nicht halten? Heilen Sie sich dreimal während eines Kampfes. Ich habe auch einen Erfolg, 5G. Okay, das scheint blöde zu liegen. Okay, überall versperrt. Hier. Gut, Leute, wir brauchen irgendwas mit Feuer oder Explosives, was Feuer macht. Gut, gehen wir erstmal wieder raus.
Was ist der jetzt hingerannt? Gut Leute, dann gehen wir jetzt unser Missionsziel weiter nach. Okay. Diese Zeichen. Sie okay. Sind nicht russisch. Eine Warnung vielleicht? Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Dann werden wir hier mal reinschauen. Hier ist eine Leiter, ne? Okay, und wir haben die vierte Höhle gefunden. Aber das scheint diesmal ein bisschen interessanter zu sein für uns auch. Gut, dann werden wir der Sache mal nachgehen. Der Prophet wurde verfolgt und seine Anhänger ebenso. Gut, dann geht's jetzt mal tiefer in die Höhle rein. Die haben ihre Zelte sehr eilig abgebrochen. Haben die Sowjets da unten was gefunden? Da unten ist Wasser. Klingt nach ganz schön viel. Eine Münze mit dem in Gold geprägten Abbild einer Stadt. Wo müssen wir hin, Leute? Müssen wir weiter runter? Okay, so könnte es gehen. Nice. Weiter nach unten. Und jetzt darüber. Ui, Rutschpartie. Das muss ein Teil des Mechanismus sein. Ich
Los geht's. Sind auf jeden Fall Münzen, ne? Mal zwei. Da geht's weiter scheinbar. Gut, Pfeile braucht man keine. Ölfass. Da komme ich nie hoch. Okay. Leute, ich hab's. So geht das. Und hier haben wir sogar ein kleines Lager. Das Wasser erodiert alles. Bei dem Tempo ist in ein paar Jahrzehnten nicht mehr viel da. Würde ich sagen, schauen wir hier erstmal nach. Wieder darauf. Oh, kennen wir erstmal nicht. Warum nicht? Jetzt. Okay, wir haben auch einen Fähigkeitenpunkt zu vergeben. Okay, wir nehmen uns das mal hier. Jetzt können wir Brandbomben herstellen. Gut. An den Waffen können wir auch was machen. Wir haben ja auch die Pistole freigeschalten. Gut, jetzt nehmen wir die. Und beim Bogen, da können wir auch noch was machen. Und zwar die Griffumwicklung. Der umwickelte Griff verbessert die Handhabung des Bogens und ermöglicht eine schnellere Zielgeschwindigkeit. Ja gut. Gut Leute, dann würde ich sagen, bleiben wir hier erstmal hier am Feuer und setzen in der nächsten Folge von diesem Punkt hier fort, untersuchen das Grab hier, versuchen das Rätsel zu lösen und schauen, was dann passiert, was wir dann freischalten und so weiter. Ich bin gespannt darauf, ich hoffe ihr genauso. Und wenn ihr nichts verpassen wollt auf meinem Kanal, Leute, lasst gerne ein Abo da, ist völlig kostenlos und nur ein kleiner Klick. Ich würde mich riesig freuen, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund. Ich wünsche euch noch ein gesundes neues Jahr. Bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Jens.